Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Im letzten Part haben wir Eierkuchen für Anfänger gelernt. Also, wer gerne wissen möchte, wie man schnell und effektiv einen Eierkuchen macht, der schaut einfach in den nächsten Part. Und was den Diesigen angeht, möchten wir jetzt den echten Intendanten retten, denn der letzte war ein unglaublicher Fake. Das können wir auch relativ flugs erledigen. Wir wissen ja, wie wir zur Dokatia-Passage kommen, nämlich einfach nach hier unten. Und dann ergibt das jetzt auch alles geht eigentlich alles relativ schnell mit dem Kelleröffner. Wobei mir einfällt, dass ich eventuell mal ins Pokémon-Center sollte. Das hätte schon Vorteile. Moment. Achso. Klar, ist kein Verkäufer. Okay, nee. Ist egal. Wie gesagt, ich sollte vielleicht tatsächlich ins Pokémon-Center gehen. Fällt mir so random ein, weil jetzt mein Gengar ist paralysiert. Ich habe gekämpft ohne Ende und ja, es wäre, glaube ich, mal an der Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, very good. Danke, liebe Schwester Joy. Und dann hier entlang, würde ich sagen, ja. Gut, dann geht es jetzt in die Dukatia-Passage. Und jetzt seht ihr, was ich meinte. Es ist nicht so ein riesiger Turm wie die Silphco. Dennoch aber in viele kleinere Teile gesplittet. Wir müssen danach auch nochmal in den Radioturm. Spoiler ich einfach mal schon. Und insofern kommt da doch eine ähnliche Zahl zusammen. Nachher man sich, wie gesagt, auf eher kürzere Sachen konzentriert. So, hier geht's jetzt durch und... Ja. Hä? Stehen bleiben! Was? Du möchtest mir Befehle machen? Und ob ich das kann? Ich sah dich und bin dir gefolgt. Ah, ein Date kriegst du aber nicht. Was? Hör auf mir nachzustellen! Ich muss nicht um Team Rocket kommen und ich habe keinen Bock auf ein Date. Wie bitte? Hast du irgendwelche Probleme oder so? Nein! Moment, du hast mich doch schon mal besiegt, oder? Ja, und danach hast du es so getan, als hättest du gewonnen, du Flasche. Pff, das war doch eh nur Dusel, deswegen. Ich begleiche meine Rechnungen. Und der Epic Fight geht los! Gegen Silver. Und ich kann euch schon mal verraten, dass das erstmal das letzte Mal für eine lange Zeit sein wird, dass wir ihn sehen. Deswegen genießt diesen Kampf. Ich überrasche allerdings, dass er nicht mit Sneebel anfängt. Ich dachte, er fängt hier jetzt immer mit Sneebel an, aber nee, scheinbar nicht. Okay. Soll mich aber auch nicht weiter verunsichern. Ja, au, 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 au. Immerhin, wir sind relativ gleich gelevelt. Das macht das Ganze doch schon mal viel spannender, würde ich sagen. Was ich noch sagen wollte, genau, wenn man hier in Hot God Silver rein wollte, musste man etwas mehr Aufwand betreiben. Da hat der Kelleröffner nicht einfach gereicht. Das hast du nicht getan! Oh, heiliges Blechle. Wie gesagt, da hat das nicht einfach ausgereicht, sondern der Mann hat eine spezielle Team Rocket Verkleidung benötigt. Diese musste einem zunächst angelegt werden, dann musste man hier als Team Rocket verkleidet rein. Es war natürlich lustig und es hat auch all diese Menschen ihr Herz berührt, die sich unbedingt wünschen, mal einen Bösen in Pokémon spielen zu können. Also in Anführungszeichen Bösen. Weil er mit dem Team Rocket Trigger rumgelaufen ist. Also insofern ist das schon interessant, aber ob das jetzt was auf Dauer ist, ich weiß nicht. Also bezieht sich jetzt auf den bösen Spiel. Ich meine, wir sind nur in das Kostüm geschlüpft. Das war natürlich sehr interessant, man konnte auch ein Bild davon machen. Aber ob ich jetzt unbedingt die ganze Zeit ein Assi spielen wollte, also für mich wäre das nichts. Aber gibt natürlich gerne Leute, die das gerne machen. Okay, das... Dann will daneben gehen, verdanke ich Lebensstelle, dankeschön. Also, wenn man da natürlich seine Fantasien in Skyrim auslebt, ist es schon sehr lustig anzusehen. Ja, ich lasse ihn drin, wir sind noch in einer Vorschwebezeit. Ich sage es immer falsch, es ist nicht Bodenschwebe, sondern Schwebe. Ich weiß auch nicht, warum ich Bodenschwebe sage. Wahrscheinlich, weil ich dann gleich mit drin habe, dass... Wow.
Das hat wirklich wenig abgezogen, das komme ich hier nicht mehr weg, aber ja, passt schon. Mit Furienschlag kann ich eh nicht treffen, mit Fliegen könnte ich theoretisch, aber... Okay, er bringt sich schon selbst um. Interesting. Gut, dann auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, werde ich jetzt trotzdem vom Fluch heimgesucht? Nö! Oh Mann, was für ein Epic Fail. So. Sneeple. Ist eine interessante Persönlichkeit, sag ich mal. Ich bin natürlich schwach gegen Eis. Ich lasse es trotzdem mal. Oh doch, ich bin verflucht. Oh mein Gott, ich muss sofort austauschen. Sneeple hat hier aber ein riesiges Problem, nämlich dass es nur physisch, nur Spezialattacken hat, obwohl sein physischer Angriffshaus stark ist und ihr seht, was daraus wird. Erbärmliche Versuche, mir irgendwie Schaden zuzufügen. Gengar ist hingegen schwach gegen Finte. Mich interessiert jetzt einfach mal, wie viel Schaden er machen würde, deswegen habe ich ihn mal raus. Joa. Ja, das soll ich auf jeden Fall einschläfern. Ging daneben. Zum Glück setzt der Kreideschrei ein. Also das Sneeple ist wirklich so ein Pokémon, da habe ich eigentlich außer Charla niemanden wirklich. Charla mit ihm nicht einsetzen, weil der eh schon so hoch gelevelt ist. So hingegen komme ich eigentlich ganz gut klar. Wie gesagt, bei Sneeple, also wenn man ihn nicht ewig auf sich einhämmern lässt, passiert da auch nicht viel. Was eben daran liegt, dass er einen beschissenen... beschissenen Spezialangriff hat, der nur Spezialattacken kann, weil Unlicht und Eis alle physisch, alle Spezial waren. Also, er ist einer der Pokémon, die am dankbarsten darüber sind, dass wir eine Trennung haben zwischen Spezial- und physischen Angriff. So, Impergator kommt. Und holy crap! Ich beginne mal mit Konfusstrahl, weil Hypnose natürlich nicht so eine hohe Treffchance hat, um den Guten erstmal etwas zu verwirren. Ein Donner wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um den zu grillen. Au, er kann Biss. Au, 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 au. Autsch. Au, das hatte ich befürchtet. Au, 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 au. Wobei, einen würde ich noch überstehen. Ja, gut getroffen. Sonst hätte ich ihn natürlich geheilt nach dem nächsten Biss. Aber gut, er schläft, er ist verwirrt. Jetzt müsste ich es eigentlich hinbekommen. Auch wenn Donner natürlich wirklich immer ein Glücksroulette ist, ja. Aber gut, ich nehme an, dass ich das erste Mal mit Hypnose getroffen habe. Hat mir schon mal relativ hohe Vorteile versichert. Insofern passt das schon. Was? Es reicht? Achso, ein Volltreffer. Oh, 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 alles klar. Ja. Gut, den hätten wir erledigt. Super. Warum? Warum habe ich verloren? Ich habe die stärksten Pokémon zusammengetragen. Ich habe mich sogar angestrengt. Tja, und trotzdem bist und bleibst du eine leere Banane ohne Schale. Ha! Warum habe ich das verloren? Ich verstehe es nicht. Es ist wahr, was dieser, wie hieß er, Batman erzählt hat. Eigentlich Siegfried, aber Batman tut's auch. Was ist meine Pokémon, ich dich behandle? Naja, also, du trittst sie in den Hintern, wenn sie verlieren, und hängst sie dann über Nacht auf und... Ja, aber doch nur an den Händen! Ja, aber so nett ist das trotzdem nicht, und ja, wenn sie irgendwie dich nerven, gibt es nichts zu essen, und das ist wirklich nicht gut. Liebe. Vertrauen. Ja, genau, die Eigenschaften, die du nicht hast. Also finden wir das wirklich? Naja, also, ein bisschen mehr könnte schon nicht schaden, weil... Im Ernst, würdest du für jemanden arbeiten, der dir für eine gute Leistung in die Eier tritt? Naja... Also du meinst, diese Mängel verhindern, dass ich gewinne? What the hell? Es tut mir leid... Ich verstehe es nicht! Ja, also, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber es wird dir nicht enden! Nicht jetzt, nicht deswegen! Ich werde meinen Traum, der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, nicht aufgeben! Dann adios, Pichachos. Und weiter geht's mit dem nächsten. Hier warten jetzt einige Team Rocket-Leute auf uns. Und jetzt gibt es ein relativ interessantes Rätsel hier unten, sage ich mal. Also dieses Kellersystem hat einige interessante Sachen.
die wir gleich ausprobieren können. Ich weiß allerdings nicht, warum ich mich immer noch mit einem Radfratz auf Level 27 rumgeben muss. Ich meine, ich habe es nicht dagegen, dass das Level 27 ist, weil ich bin auch nicht so viel weit höher vom Level. Aber ein Radfratz ist euer Ernst? Ein Radfratz? Wobei es natürlich wirklich deutlich schlimmer sein könnte beim Level, muss ich sagen. Also das geht schon. So, gut. Also, dann mache ich jetzt mal noch nichts. Weil das wird jetzt ein relativ kompliziertes Schalterrätsel. Und ja, das finde ich tatsächlich kompliziert. Das ist, das macht man nicht einfach so nebenbei. Und dann muss man natürlich unterschiedliche Schalter drücken, um zum Ziel zu kommen. Und auch um die ganzen Items zu bekommen, die ich natürlich haben möchte. Also, da müsst ihr mir dann schon etwas Geduld geben, sag ich mal. Und ja, was das hier angeht, schauen wir mal, wie weit wir in diesem Part noch kommen. Das Ganze hat auf jeden Fall ein Hotcuts und Silver wesentlich kleiner gewirkt, muss man sagen. Lag aber auch daran, dass der ganze Bildschirm da etwas mehr zusammengequetscht war, sag ich mal. Ist schwierig zu beschreiben. Aber gut, ich glaube, jetzt habe ich das Wichtige, was es in diesem Ort hier gibt, eigentlich gesagt. Und gut, ich werde jetzt aber noch schnell diesen Kampf ab, sag ich mal. Ehe ich mir überlege, ob ich jetzt über weitere Pokémon reden werde. Bisschen Zeit habe ich ja noch. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was mich nur etwas verwundert ist, dass ich mich an diesen Trainer gar nicht erinnern kann, muss ich sagen. Also an einen Schleimer kann ich mich nicht erinnern. Nee. Aber bei doch, stimmt. Stimmt. Nee, also, da bin ich gerade ein. Bin ich verwirrt. Ah, wobei doch. Doch, jetzt hab ich's. Sorry. Meine persönlichen Gedanken. Stimmt. Aber egal. Erledigen wir den Guten. Und dann schauen wir uns dieses Rätsel an. Ich werde mein Sichtor ja dann, wie gesagt, irgendwann austauschen. Lass ich aber noch ein bisschen dahin plätschern. Letzter Schalter muss erst betätigt werden, aber, und das ist die Frage. Seht ihr, das ist, man hat hier relativ viel Raum zwischen den einzelnen Orten. Heute kurz ist das Ganze wirklich mehr zusammengequetscht. Aber gut, reden wir dann noch über ein paar Pokémon, und zumindest stellt euch Lauf. Worüber ich noch reden wollte, ist Azumarill. Denn Azumarill ist unglaublich interessant. Es entwickelt sich, also Merle entwickelt sich am Level 18 zu Azumarill. Es ist im Underused hier. Natürlich, den anderen Wasser-Pokémon außer runterlegen. Das Problem ist, Azumarill hat keine wirklich überragenden Statuswerte. Das alles ist relativ monoton und es kann halt wirklich mit nichts wirklich glänzen. Ähnliches Problem hat ja auch Entoron. Oder Golking, also so spezielle Sachen wie zum Beispiel Austoss es hat oder Starmie oder sogar Lanturn. Das fehlt ihm einfach komplett. Da der Spezialangriff wirklich niedrig ist, würde ich bei ihm wirklich Hydropumpe empfehlen. Denn sonst mit einem gesteppten Surfer macht man wirklich wenig Schaden. Das ist ein Problem. Ja, brauchen wir da nicht allzu viel zu erwarten. Und dann immerhin Kraftreserve-Gestein. Mit Kraftreserve-Gestein kann man sich immerhin Kraftreserve-Geist. Kraftreserve-Geist wollte ich sagen. Kann man immerhin ein paar Threats ausschalten, die ihm auf die Nerven gehen würden. Moment, ein Hinweis. Betätige die Schalter in einer anderen Reihenfolge. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Rollläden verändert. Ja, das sollen Rollläden sein. Dem kann ich nicht wirklich zustimmen. Das sind für mich Gitter oder so, aber keine Rollläden. Und dann will ich jetzt Azumarill noch Rückkehr und Fluch geben. Wie gesagt, die Werte sind relativ niedrig. Das kann Fluch etwas berichtigen. Ja, und Rückkehr, gut, den Angriff ein bisschen ausnutzen. So hat man einigermaßen eine Variation. Wie gesagt, Kraftreserve Geist für die Threads, Hydropumpe, Rückkehr und Fluch. Aber als ich würde niemandem empfehlen, Azumarill zu nehmen. Ich sage es geradeaus.
Was jedoch natürlich heutzutage ein bisschen anders ist, allein durch den Feedchip hat es schon interessante Eigenschaften, die ich mal zunächst untersuchen muss. Eine andere Sache wollte ich aber erwähnen, die ich relativ geil an ihn, an Merrill findet, auch wenn die diese Generation noch nicht direkt betrifft. Aber doch damit ein wenig einhergeht. Also es gibt nämlich... Das ist erstaunlich. Es gibt der Fall, dass ein Pokémon transsexuell ist. Zumindest teilweise. Merrill hat nämlich eine Chance 25% männlich, 75% weiblich. In Generation 3 kam Azuril dazu. 50% männlich, 50% weiblich. Nun, das geht natürlich schwierig, sag ich mal. Also, was passiert jetzt, wenn ein Azuril, was, also sagen wir mal, es gibt, wie gesagt, 25%, also 75% sind ja bei beiden Männern, das heißt 50% der Azuril, die sich entwickeln, bleiben auch Männer. Die anderen 50% werden nach ihren Entwicklungen zu Frauen. What the fuck? Das ist zu viel! Ja, das dachte ich mir auch, als ich das erste Mal gehört habe. Und mit diesem Satz des Tages können wir dann auch diesen Part beenden. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch. Und das nächste Mal geht es hier weiter. Bis dann.